Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und jetzt geht's weiter mit Gerudo Quests. Ich habe mal den Gerudo Schild als Superobjekt gemacht, das war aber ein Fehler, weil mir jetzt auch alle Gerudo Ladies angezeigt werden, die ein Schild tragen. Das ist ein bisschen, ja. Ach nee, das ist die Pflegedingsbums. Wo ist hier so ein Ding? Das ist bestimmt relevant, weil das war vorher nicht da. Muss doch für irgendwas relevant sein. So, hier. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du... Oh, und ich sag's gerade noch. Du hast die Chefin vor einer Moldora gerettet, nicht wahr? Ja, das ist als Dankeschön für dich. Ja. Ich kann kaum glauben, dass du sein großes Monster besiegen konntest. Helianische Bäume sind doch nicht so schwächig, wie ich immer dachte. Dank dir bin ich wieder hier. Ich war mir sicher, dich wiederzutreffen. Das Schicksal verbindet uns. Aber es ist doch eine Überraschung, dass wir uns genau hier in der Stadt wieder begegnen. Du hast mir das Leben gerettet und deswegen gebührt dir ein ganz besonderer Platz in meinem Herzen. Aber wer hätte gedacht, dass du auch für Königin Rijo eine so besondere Bedeutung hast? Jetzt bin ich dran, dich zu belohnen. Was? Das ist allerdings gar nicht so einfach. Würdest du mich nochmal ansprechen, wenn du etwas mehr Zeit hast? Ja. Nicht nur ich, wir alle haben jetzt unser normales Leben zurück. Das verdanken wir dir. Möchte ich die Schatzwaffen für dich anfertigen? Diese Waffen werden von Generation zu Generation weitergegeben. Nur eine Auserwählte. Es handelt sich um den Schatzsäbel und den Schatzschild. Zur Herstellung wird eine besondere Technik verwendet. Ach, sie macht es! Die passenden Materialien. Mhm. Gerudo Messer, Gerudo Schild, ja. Fuck. Ich hab den Schild halt nicht. Ich hab nur den Sonnenschild. Das ist halt echt blöd. Das wird mir zwar angezeigt, ne, mit dem Schildsensor, aber... Oh, Talia. Du bist der Boy, der hier so besonders sein. Schau mal, dieser Ball ist doch total toll, ne? Als der Sandsturm vorbei war, konnte ich endlich wieder raus ins Freie und da sah ich ihn einfach in der Gegend liegen. Den hab ich schon gesehen, ja. Man findet ihn ja komisch, aber dabei ist er echt hübsch, findest du nicht? Ich brauche diesen Ball. Ja. Hey, niemals, den hab ich zuerst entdeckt. Stimmt gar nicht, ich hab ihn entdeckt. Schau meine Folgen vom letzten Mal. Aber du bist vielleicht doch besonders clever, finden wollen, weil du ja erkennst, wie toll mein Ball ist und so. Wenn du ihn so sehr haben willst, könnte ich den dir leihen, aber nicht umsonst. Du musst mit mir um ihn spielen. Also, was sagst du? Willst du gegen die große Talia antreten? Du bist klein. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ab hier können wir unseren Wettkampf nicht machen. Lass uns in die Untergrundstadt gehen. Da sind wir. Alle sind wieder nach oben in die Stadt gezogen. Deshalb ist nur die ganze Untergrundstadt mein Riesenspielplatz. Ich verstecke jetzt hier irgendwo einen Sandraumstoff dir. Ja. Wenn du schnell genug windest, hast du gewonnen. Oh Gott. Ernsthaft? Muss man jetzt noch eine Suchquest machen? Wie lange hat man denn Zeit dafür? Das war gefährlich. Was will ich dort rein? Da geht's raus und in die Höhlen. Da darf ich ja nicht hin. Und fertig. Augen auf. Ich bin das perfekte Stecker und das wirst du niemals finden. Oh Gott. Okay, es darf nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses hier... Oh, ne. Ne, die sind alle zu. Lol. Das ist zwar auch eine Kugel, aber nicht die, die ich gesucht habe. Und ich dachte schon, Alter.
Boah, das war ja mies. So. Sollte vielleicht auch mit dem Ding suchen, ne? Naja, wo soll ich das Ding finden in der Zeit? Oh! Ich hab's! Boah, du hast gefunden! Dann lass uns zum Eingang der Unterschrift und dort weiterreden. Okay. Das war ja gar nicht so schwer versteckt, wie ich gedacht habe. Echt irre, wie du das Versteck ausfindig machen konntest. Dann darfst du jetzt auch meinen Ball haben. Weißt du, Asahi hat damals was gesagt. Wenn ich gern mit einem Wolf spiele, ist das in Ordnung, wenn es jemand Nettes ist. Und du bist richtig nett. Also lass uns mal wieder eine Runde spielen. Gut, das war eigentlich auch alles gesagt. Daniels Game. Übrigens, es gibt nur noch 2, 4, 6, 8 Quests. Im gesamten Spiel. Das ist doch schön, ne? Eine davon ist noch diese nervige Kugelquest. Hat die die für mich zumindest runtergebracht? Nein, natürlich nicht. Ich wollte mir übrigens noch diesen Totenkopf da anschauen, der mal in der Decke war. Aber da ist er. Aber der ist zugemacht einfach. Das war nämlich so eine Totenkopf-Aushöhlung. Aber die sind alle zugemacht, diese Löcher. Ich hole mir jetzt erstmal die andere Kugel da. Ach, da liegt sie. Die. Ja, wo muss ich die nochmal hinbringen? Hier, ne? Und dann hier runter. Ja. Oh, du hast mir noch eine Kugel gebracht. Yo, let's go. Eine Frostmelone, danke schön. So, das ist das komische I. Das ist da hinten. So. Dann holen wir uns noch eine. Und zwar... bei der Lounge. Hier unten. Genau. Die ist jetzt nämlich auch frei. Da hatten wir das Problem, dass da die Lady vorher als das als Rückenschütze benutzt hat oder so. Damit hätten wir damit schon mal 3. Ach, das war hier. Mist. Die machen trotzdem den Unterricht da unten. Das ist eine Frostmelone. So. Die Wache sperrt uns ein, wenn wir es nochmal machen. Okay, lassen wir das mal. Gut, wir haben 3 Kugeln. So, Stolz der Gerudo können wir nicht machen. Das Ding ist das Neue. Ach, das sind die letzten 2 Quests übrigens. Ja, dann können wir ja die Quest anfangen. Dann können wir die Quest ja machen. Gut, also wir müssen nach hier. Nee. Das war fast der Ort, wo ich hinkommen wollte. Ach so, hatte sie nicht auch noch eine Quest für mich? Stimmt. Oh. Ja. Sollte ich das... Ach komm, wir lesen das.
Es ist so gut, dich zu sehen. Warst du schon am Spätposten? Ich habe Bilder dorthin entsandt. Wenn du sie siehst, grüße sie von mir. Es tut mir leid, aber wir wissen noch immer nichts über Zeldas Verbleib. Sie scheint sich nicht mehr gezeigt zu haben. Ah ja, ich weiß nicht, ob diese Information weiterhilft. Nachdem ich zu Waisen geworden bin und in die Stadt zurückgekehrt bin, habe ich den Untergrund in die Lupe genommen. Dabei habe ich ein altes Dokument gefunden mit folgendem Text. Die Kämpferin mit Schwert in der Hand weisen den Weg zum Schatz unterm Sand. Ich denke nicht, dass sich dahinter ein Hinweis auf Zelda verbirgt, aber ich bin mir sicher, dass er etwas bedeutet. Die Kämpferin, Schatz, vielleicht solltest du dieser Sache nachgehen. Habe schon. Was, du hast ihn schon? Ah, es war ein Teil einer Gerudo-Rüstung aus alter Zeit. Ich wusste, du wirst den Schatz finden. Trage ihn auf deinen Reisen und mache guten Gebrauch von ihm. Ja. So, haben wir auch abgeschlossen. Kugel. Es gibt nämlich noch zwei Kugeln hier. Aber weißt du was? Die liegen beide super nebeneinander. Ich werde jetzt zuerst die andere holen gehen. Aber dann fehlt mir immer noch eine, oder? Fehlt mir immer noch eine. Ich weiß... Ich glaube, da hinten ist es. Psst. Ach, Tuska! Entdecken uns die Soldaten. Außerdem sind von unten Stimmen zu hören. Sie sagen irgendwas über ein Geheimnis. Ich höre sie schon, seit der Sonnenstunde aufgezogen ist. Also sind es sicher die Geister der Holden Meinen, die von Monster umgebracht wurden. Was? Tuska war der Typ, der damals uns das Gewand gegeben hat, ne? Also hier ist normalerweise der Shop, ne? Oh. Oh. Huh? Mein Rücken. Ja, wir müssen irgendwie von unten wahrscheinlich da reinkommen, ne? Irgendwo da gegenüber sein, ja. Wasak! Ja, Wasak, Wasak, Wasak. Ich mach da nochmal eine Markierung. Dann gehen wir nämlich in den Untergrund und probieren mal da hochzukommen. Untergrund war doch hier irgendwo, ne? Es geht aber in die richtige Richtung. Nee. Aber hier könnte es sein. Aber die Tür ist doch komplett blockiert. Wie? Unterm Haus? Nee, unser Haus liegt während auf nächster Zone. Wir stellen keine Fragen. Ist egal, mit welchen Trinken ihr zu uns gefunden habt. Wir heißen jeden willkommen, der unseren Laden betritt. Oh. Der Gerudo Geheimclub. Wir sind der einzige Ort, in dem ihr Kleidung für einen Voi kaufen könnt. Mehr müsst ihr nicht wissen, um zu verstehen, warum dies im Geheim geschieht, oder? Ich kann sehen, dass auch ihr nicht wie die anderen hier seid, aber bei uns seid ihr als Kunde höchst willkommen. Ja, ich mach die Kiste mal kaputt. So. Dann kann man nämlich auch mal wieder raus. So. Oh. Saba, Saba. Oh. Wir sind schon so eine Stadt zu viel. Ich hätte hier wieder gebrüht. Okay. Oh. Die Blockade entfernt? Bin ich euch nicht böse. Wenn ich eure Schritte höre, werde ich für euch aufschließen. Also bitte kommt einfach durch die Tür rein. So, hier kann man nämlich Schneestiefel und Sandstiefel kaufen. Natürlich. Könnte man jetzt machen. Lasse ich jetzt aber, weil wir sind eh durch mit der Wüste. Und wir sind auch eh durch mit dem Schnee.
Wir könnten uns die komplette Wüstenrüstung kaufen. Interessiert mich aber aktuell eigentlich nicht mehr, weil ich eh nicht alle Dinger auf Maximum bringen werde. So viel Lebenszeit will ich da nicht investieren. Aber jetzt wisst ihr, wie man hier hinkommt. Der Gerudo Geheimclub, ey. So. Warum kaufe ich sie nicht? Ich will die Rubine behalten für das Kompendium zu füllen, damit wir die Mission beenden können. Die Mission beenden ist mir wichtiger gerade als die Rüstung zu bekommen, die mir eh nicht wirklich was bringt, außer dass ich sie hab. Ja, also deswegen gebe ich jetzt nicht 5000 Rubine für aus. Ich werde jetzt so machen, dass ich alle meine Sachen quasi verkaufe am Ende, also Materialien. Und damit dann kann ich mir von mir aus noch Rüstung kaufen. So habe ich es zumindest geplant. Ne? So, ach ja, ich wollte die letzte Kugel holen. Sieht sehr seltsam aus hier, ne? Die ist komplett asozial versteckt. Meiner Meinung nach. Sorry. Ich lasse dich schon mal hier liegen einfach. Und dann hole ich nämlich am Ende alle vier Kugeln und bringe die nach unten. Nicht nur eine. Das ist wahrscheinlich einfacher. Am besten wäre, wenn wir eine Robbe hätten, ne? Aber hier kann man keine Sandrobbe kaufen, ne? Das muss man hier machen, ne? Dann kann ich auch von hier aus, dann kann ich auch von hier aus eine Sandrobbe kaufen. Ich brauche wahrscheinlich eine mit Schlitten, ne? Weil sonst... Aber wir hätten uns auch ein... Ach komm, wir machen das mit der Robbe. Wir machen das mit der Robbe, weil... Ich markiere mir das auch mal, wo ich hinfahren will. Hier lang und dann hier rüber. Ich muss das jetzt nicht mit unserem... mit einem Gleiter oder so machen, ne? Das reicht auch so. Einfach nur... Komm her! Ach so, sie dreht sich dann weg vom Sand, okay. Nein. Oh, warum lenkt die denn nicht? Oh, Mann, ey. Hey. Fahr halt so rum, meine Güte. Aber das war gerade schon wieder super geil, ne? Weißt du, dann blockiert doch das ganze Gebiet da, anstatt dass dann der Spieler 3 Jahre warten muss, bis die Robbe sich entschieden hat. Ich hol mal kurz die Kugel. Und die Robbe wartet bitte da. Wenn die Robbe jetzt gleich weg ist, töte ich sie. Nein, ich will nicht aufpassen. Ich will nur meine Kugel haben.
Das ist die nervigste Kugel, echt. Hey! Naja, kann man gar nicht lang. Ja, den Weg kann man gar nicht folgen, weil da einfach diese Schlucht zwischen ist. Funktioniert gar nicht. Man kommt schon echt gut mit der voran, ne? Also die ist schon echt super schnell. Obwohl, so weit ist der Weg auch gar nicht. Ich habe das immer irgendwie super weit alles in Erinnerung, ne? Aber eigentlich ist es gar nicht so weit. Die haben einfach Angst davor. Angst vor meinen Kugeln. So, hier, guck mal. So, zweite Kugel. Ich pack die schon mal dahin. Das ist die dritte Kugel, hier ist die vierte Kugel, dann haben wir auch alle. Habe ich noch was ich betonen könnte? Also habe ich noch irgendwie eine Schrottwaffe? Ja, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich habe lieber eine Lanze als irgendwas anderes. Ja, vier Kugeln. Damit haben wir alle. Wir können ja einfach hier geradeaus gehen. Aber ich werde die vorher trennen auf jeden Fall. Was machst du denn hier? Das war die unfreundliche Lady, ne? Ach, und wir brauchen noch das Getränk aus der Bar, ne? So, erstmal nur eine. Ich mache es lieber einzeln. Ganz ehrlich, weil wenn die dann resettet wird irgendwie, weil das dann zwei sind und die nicht damit klarkommen, ich weiß, Nintendo ist eine große Firma und die haben das vielleicht auch bedacht, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher mal. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt die vier da einfach abgegeben und die hätten alle anderen drei resettet. Ja, moin. Das wäre es gewesen, ey. Was ist das für ein Symbol? Ich kann es leider nicht gut erkennen. Ich würde mal sagen, es ist das Flammensymbol. So, den Donut. Das Zelt. Da. Und das letzte. Das Pausezeichen. Warte. Das war die letzte Kugel, oder? Fantastisch, wir haben alle sieben Krieger in ihre Geister wieder zukommen lassen. Jeden Moment passiert irgendwas. Irgendwas. Findest du auch, dass der Boden ganz schön vibriert? Ja. Ah, der Boden bewegt sich. Schnell hier lang. Also, es gab einen verborgenen Raum. Los, nicht sie wie hinein. Oh. Entschuldige, in meiner Aufregung kommen mir die Manieren ein bisschen abhanden. Es ist dir zu verdanken, dass sie diesen Raum entdeckt haben. Also solltest du den Vortritt haben. Bitte nach dir. Cool. Lol, die ist einfach runtergeflogen. Ah! Ah, hier ist die große Kugel. Unsere tief empfundene Achtung und Ehrerbietung währt ewiglich. Unsere Opfergaben an den wahren Heldenmut verwahren wir in unserem Heiligtum, den Nord-Gerudo-Ruinen. Diese riesige Serra nahe der Statue der acht Kriegerinnen ist der Schlüssel zum Öffnen der Pforte. Ja! Jetzt ist es hier drin doch sicher, oder? Ich will mir die Staffel auch ansehen. Ja, kannst du. Ja, ja, das ist gut. Das Heiligtum in der Nord-Gerudo-Ruinen. Die große Kugel soll uns den Weg bahnen. Dabei handelt es sich um die große Ruinenstätte, die ein Stück nördlich von Gerudo-Stadt liegt. Im Untergrund darunter befindet sich das Gerudo-Heiligtum. Ich habe dort gründliche Untersuchungen angestellt und an der Nordseite auch einen Höhleneingang entdeckt. Aber so sehr ich mich auch bemüht habe, ich konnte nicht dort hineingelangen.
Jetzt allerdings frage ich mich, ob die riesige Kugel hier nicht vielleicht der Schlüssel sein könnte. Falls ja, dann stehe ich kurz davor, endlich zu enthüllen, was es mit dem wahren Heldenmut letztendlich auf sich hat. Allerdings kann ich es drehen und wenden, wie ich will. Es ist völlig unmöglich, dass ich diesen Brocken von hier fortbewegen könnte. Vielleicht kannst du etwas mit der großen Kugel ausrichten. Was denn? Ist doch nur ein kleines Stück zu tragen. Danke. Aber ja, ich trage sie. Ich muss ja wohl, ne? Und wir müssen auch noch die Höhle hier erkunden, ne? Das haben wir auch noch nicht gemacht. Aber erstmal... Die riesige Kugel geht vor. Wie das aussehen muss, weißt du? So ein Typ, der einfach mit seiner Hand so eine riesige Kugel hier rausträgt. Das ist eine Lichterschau. Kein Grund zur Beunruhigung. Das ist einfach nur eine Lichterschau. Ist meine Robbe noch da? Das wäre sehr nett. Nee. Aber ganz ehrlich, ich habe doch einen viel besseren Plan. Wir haben doch sowas wie... Hat ein Stück gebracht, ne? Aber. So, wir müssen aber sowieso in die letzte. Nicht hier vorne, die. Genau. Hier, wo Riju trainiert hat. 10 Holzweile, ja moin. Geil. Danke. Ja, Kälte, es ist kalt, ich weiß, Link. Halt doch ein bisschen aus. Zack. Geöffnet. Der wahre Heldenmut. Und Donnerblümchen nehme ich noch gerne mit. Muss ich noch irgendwas machen? Ah, ne. Einfach nur abgeben. Ich dachte mal, du musst vielleicht noch mit ihr reden. Dass sie vielleicht da oben wartet. Da ist noch ein Gang. Ist da nur eine Schatzkiste oder so? Oh, Link, du bist manchmal echt zu blöd zum Klettern einfach. Das ist unfassbar. Weißt du, der kommt in den komischen Ecken hoch, aber den kleinen Sprung schafft er jetzt nicht mehr.
Oh, hier sind Pfeile. Ja. Muss endlich rauskommen. Tschüss. Hat der eine Kiste da drin? Nee, da ist nur ein Gipto drin. Ist nur ein Gipto. Was ist das für ein Weg hier, ey? Alter, warum? Alter, noch mehr Leuchtsamen geht nicht, ne? Das Ding haben wir benutzt, ne? Ja. Nero kann sich wahrscheinlich nicht hierhin verdingen. Schade. Ah, okay, sind nur Leute. Cool. Sonst da oben nichts, ne? Was ist das für eine riesen Höhle einfach hier? Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Bubble Frog. Sehe ich leider nicht. Saal des wahren Heldenmuts. Oh, Gerudo-Schild. Yes. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss. Schöner Cliffhanger. Nice.